wegen den Aufnahmen, Kater. Nur wegen den Aufnahmen. Nicht wegen euch jetzt direkt, weil wenn ihr hier schaut, aber für YouTube und für die Aufnahmen. YouTube hat gar keinen Chat. So sehen sie wenigstens, dass ein Chat da ist und man kann ihn verfolgen, wenn man möchte. Wenn man nicht selber im Chat sein möchte, kann man halt über YouTube gucken. Und außerdem, also zudem kann es sie dazu bringen, dass sie eben hier hinkommen und in den Chat kommen und mitschreiben. Weil so ist man halt eher dabei, wisst ihr? Wisst ihr? Ja. Gut, ich glaube, ich mache die Musiklautstärke ein bisschen geringer und das wieder auf normal und das war's. So, okay. Gut, ja, das ist auch schon ein schönes Bild. Waren wir nicht erst in so einem Tunnel? Aber ohne Berserker, glücklicherweise. Gut, der wäre nicht so ein Problem, aber der Berserker wäre so ein Problem. Und weil ich gesagt habe, dass er nicht so ein Problem ist, werden wir jetzt sterben wegen so einem. Wenn wir Soldaten verlieren, ich sag's euch. Hallo YouTube, genau. Schatz, sehr gut. Aber noch nicht die Aufnahme. Die Aufnahme läuft gleich erst, weil ich das jetzt über lokale Aufnahmen mache. Ich finde das im Nachhinein schneiden viel zu mühsam, ey. Das ist so anstrengend. Okay. Also, erstmal schauen, erstmal das Laden abwarten. Ich finde übrigens die neuen Ladebildschirme extrem geil. Also die sind super. Ich habe auch schon gesehen, auf dem Handy habe ich das, ne? Warte mal, das kann ich vielleicht gleich mal in Discord schicken. Dann seht ihr das zumindest dort. Denn ich habe auf Twitter so ein geiles Bild gefunden. Ist das ein Bild von XCOM oder ist das ein Bild von, also von Phyrexis praktisch, oder ist das ein Bild von irgendeinem User? Ich weiß es gerade nämlich gar nicht. Kann ich das irgendwie... Wartet mal kurz, Leute, das muss ich jetzt machen. Ich das die ganze Zeit vergessen habe. Bei Discord... Bei Discord? Wir fangen gleich an, Leute, keine Angst. Ja, genau hier. Und zwar in den Gemmy Stream Chat, der jetzt neu ist. Wo Cookie auch schon brav gepostet hat, das finde ich klasse. Schaut euch mal das Bild an. Ihr könnt in den Stream Chat gehen, den wir ja eventuell bald als wirklichen Chat nutzen. Also als wirklichen Stream Chat. Das Bild ist sau geil. Und es sieht wirklich aus, als wäre es von Phyrexis gemacht. Aber ich weiß es halt nicht. Okay, gut, jetzt können wir im Stream anfangen. So, wo waren wir? Wir haben keine Ereignisse? Really? Schattenkammer läuft. Kameradschaftsaufstieg ist verfügbar, aber das wollte ich nicht machen, weil es mir zu riskant war, weil wir zu viele Verwundete hatten. Aber das hat sich, glaube ich, jetzt erledigt. Eigentlich könnten wir die Kameradschaft jetzt fördern von... Montana, Bortat, Kretgard, Mux. Träumt ihr auch davon, den Blödsinn zu verstehen, der euch ständig ins Gesicht geschrien wird, wenn ihr da raus in unsere wunderbare Welt geht? Gute Nachrichten! Der Widerstand hat ein paar Übersetzungsspezialisten, die diesen Bullshit der Advent-Sprache entschlüsseln wollen. Ihr könnt also schon bald eure Freunde verwirren und beleidigen. Wie bescheuert, ey. Ich mag diese Radioübertragung. Okay, ich fange hier einfach mal die Aufnahme an. Oh yeah, that's why. Trap. Habe ich jetzt Vollbild gemacht? Nein, habe ich nicht. Okay, Leute, die Aufnahme läuft, aber dummerweise seht ihr nichts mehr. Das ist toll. Ich muss gerade mal den Aufnahme-Hotkey umändern. Jetzt seht ihr wenigstens wieder was. Eine Sekunde, Leute. Ja, wir sind der Aufnahme. Willkommen auf YouTube. Ich mache das jetzt wieder mit meinen Direktaufnahmen. Okay, Aufnahme starten will ich haben... Auch F10, geht das? Kann ich die überbelegen? Ich hoffe doch. Ich hoffe, dass ich die doppelt belegen kann. Probieren wir einfach mal aus. So, okay, wir sind in der Aufnahme. Wir können die Kameradschaft steigern und da unsere Leute jetzt wieder fit sind, zumindest zum Großteil, bin ich geneigt, das zu tun, weil es dauert auch nur 3 Tage, auch wenn wir währenddessen wahrscheinlich wieder eine Mission reingeballert bekommen. Aber Lucy und Melly können ihre Kameradschaft steigern und können dadurch... Meiner Meinung nach nur Quatsch gewinnen, glaube ich. Da. Und zwar, verdeckte Soldaten. Der gemeinsame Einsatz bei einer verdeckten Aktion reduziert deren Dauer um 1 Tag. Ist ganz nett, aber eigentlich will ich die gar nicht in verdeckte Aktionen schicken. Das sind mit meine besten Soldaten. Egal, wir machen trotzdem mal die Kameradschaft, damit wir sehen, was noch so alles ankommt. Ich weiß auch nicht, ob die immer gleich sind, diese Kameradschaften. Ich glaube es nicht. Das sind auch zwischendurch aus random Sachen gewählt.
teilt mit Lucy ihren Met. Wie schön, Melly. So, wir machen aber weiter. Ach, jetzt habe ich, guck mal, jetzt habe ich auch eine Ereignisleiste. Wie schön ist das denn? Ah, guck mal. Ja, wir haben doch ein paar Sachen, die noch laufen. Wissenschaft... Oh, crap. Stimmt, wir haben Guerilla-Einsatz gehabt. Ah, scheiße. Warum habe ich die gerade nochmal in Dings geschickt? Das düstere Ereignis finde ich nicht so schlimm. Allerdings könnten wir Vorräte gebrauchen. Informationen brauchen wir aber eher. Ich habe gesagt, wir machen das mit Informationen, ne? Den Ranger brauche ich nämlich nicht. Das da wäre blöd. Das da wäre richtig blöd, aber wir brauchen keinen Ranger. Finde ich zumindest nicht. Ich hätte lieber noch ein paar Rookies, damit wir da mit Dings rumwurschteln könnten. Mit Psi-Soldaten bald. Aber ich brauche die Informationen. Deswegen machen wir das hier, auch wenn es eine sehr schwere Mission ist und wir wahrscheinlich voll auf die Schnauze bekommen werden. Gibt es je nach Bond Strength auch, dass die zweimal Teamwork einsetzen können? Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so buff von Teamwork. Ich finde Teamwork ziemlich scheiße. Das hat einen guten Grund, weil damit eine Aktion flöten geht. Wenn ich damit eine extra Aktion das ist ja nicht nur in einer Runde, sondern in einem ganzen Gefecht gewinnen könnte, super. Wenn es aber nur eine Sache ist, oh, die andere ist gerade besser positioniert, deswegen gebe ich ihm eine extra Aktion. Es ist gut, aber es haut mich echt nicht vom Hocker. Bisher habe ich Teamwork noch nicht wirklich gut nutzen können. Finde ich schade, aber ja. Dagegen Viridians Repositionierung. Oh my freaking god, that's so strong. Das ist so genial. Ich liebe die Templer hier. Allerdings auch die Schnitter, die sind genauso gut. Wen nehmen wir mit, ist die Frage. Du bist noch ein bisschen out of order. Ich glaube, Nadinchen ist nicht da, huh? Also wir haben zwei Grenadiere dabei, das geht schon mal gar nicht. Doch, Nadinchen ist da, aber müde. Aber in einem sehr schweren Einsatz... Oh Gott, wir haben keinen Spezialisten, der heilen kann. Oh Gott! Oh, selbst du bist müde. Alle unsere Spezialisten sind down? Oh, das kann doch nicht sein, Leute. Wir nehmen Sabotierer trotzdem mit. Und hoffen einfach, dass der Penner nicht auftaucht. Wenn der Penner auftaucht, haben wir verloren, weil dann ist er hin. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spezialisten. Zwei Grenadiere nehme ich auch gerne mal mit. Wir brauchen... unseren einzig guten Scharfschützen noch. Emily. Wir können einen Ranger gebrauchen. Den Ranger haben wir dabei, Shiro. Wir haben einen Grenadier dabei. Wir können eventuell noch einen Grenadier mitnehmen. Mox ist leider gerade nicht da. Melly ist leider gerade nicht da. Wir haben nur Viridian. Wen können wir noch mitnehmen, Leute? Die einzige, die leider nicht so mega sind, sind die Skirmisher. Da habe ich aber auch schon, also da habe ich auch Ideen mit dem Skirmisher. Gerade das, wo er sich auf die Anhöhe ziehen konnte und den abmurksen konnte, das ist so strong teilweise. Oder auch denn ihre Repositionierung. Die sind nicht Hunden, die sind nicht die mega geilsten, aber sie sind auch ziemlich weit oben. Es kommt halt sehr auf die Situation an bei manchen Klassen. Das ist leider wirklich so. Und da kommt man auch nicht drum herum. Wir könnten noch einen Ranger mitnehmen. Aber ist das nicht die arme Frau, die ich bezeichnet habe, als wäre sie so hässlich? Es tut mir leid. Das sollte jetzt nicht rassistisch oder sowas rüberkommen, aber das war der Foto. Das Foto, wenn man sie so im Headshot sieht, ist grauenhaft. Das ist nicht schön für die arme Frau. So, aber ja, ich glaube, wir nehmen sie trotzdem mit, weil sie ist ein Ranger. Wir haben noch einen Ranger, das kann gut sein in der Mission. Wir haben einen Scharfschützen. Das heißt, drei Leute, die nah rangehen. Das Feuer ein bisschen von den anderen abhalten, maybe. Aber ne, vor allem diese Möglichkeit, mit der Schneide zuzuhauen. Die Shotguns sind extrem effektiv bei uns. Du machst garantierte Hits. Die Kombination könnte echt gut sein, weil die beiden soften für sie an. Und sie haut die nieder. Richtig gut, mit richtig viel Fokus können wir hier gut abgehen. Wir haben Granaten dabei, wir haben Frostgranaten dabei, wir brauchen auf jeden Fall noch Mimic Beacon. Wir haben jemanden, der heilen kann, der leider müde ist. Also das, du wirst danach eine Weile aussetzen, Sabotierer, es tut mir leid. Viridian wahrscheinlich auch. Wir brauchen Mimic Beacon, ne, nicht bei dir. Das Mimic Beacon, Ausrüstungsgegenstände freigeben und wir geben, glaube ich, nein, dir doch überhaupt nicht. Du kriegst vielleicht die Krallen, das könnte sein, du kriegst das Mimic Beacon. So. Krallengeschosse. Es sind keine Lost da. Oder habt ihr Lost gesehen? Ich glaube nicht.
Wir haben Granate, wir haben Granate, wir haben Granate, wir haben eine Menge Granaten eigentlich. Am liebsten würde ich ihr noch was anderes geben oder für jemand anderen noch eine Granate, aber... Kannst du noch irgendwas haben? Nur den Ultraschallköder. Kann ich irgendwas herstellen? Irgendetwas, was uns was bringt, nicht was sinnlos ist. Wir könnten noch ein Imitationsgerät bauen. Das Ding ist, das würde mir wieder in meine Vorräte reinfressen, aber zwei Imitationsgeräte zu haben... Ja. Ja, einfach weil ja. Weil muss. Zwei sind so, so mega stark. Okay, wir gehen in den Einsatz. Und hoffen wir, dass wir es schaffen, Leute. Toi, toi, toi. Ja, eben, weißt du, sonst endet man so wie PewDiePie. Also, fand ich auch ziemlich krass, was da abging und was da so gelaufen ist. Oh my goodness. Nicht, dass das heißt, ich wäre auch so ein Rassistensau oder sowas. Nee, aber ist echt so, ich finde sie leider auf dem Foto ziemlich hässlich, aber das hat nichts mit ihr damit zu tun, dass sie mongolisch aussieht, sondern einfach damit, dass ich diesen Shot ziemlich hässlich finde. Er hat N-Bombs gedroppt, wie man so schön sagt. Nicht gut, sollte man nicht machen. Schon gar nicht, wenn man halt viele viele Zuschauer hat, die davon beeinflusst werden können in so eine Richtung. Und es läuft sowieso schon die ganze Zeit viel zu viel in die rechte Richtung, dass ich nicht gut heißen kann. Ja gut, wir müssen die Workstation hacken leider, aber deswegen brauchen wir den Sabotierer unbedingt. Sonst kann das Zeug doch keiner hacken. Ja, Neo, es ist unnötig, das weiter auszuführen. Okay. Wir haben einen Fokus. Das ist ein großer Vorteil, dass Viridian jetzt schon einen Fokus am Anfang hat. Es gibt uns viel mehr taktische Optionen. Und das finde ich geil, Leute. Also, man kann sagen über diesen DLC, was man will, aber er gibt einem viel mehr taktische Optionen. Und das finde ich geil, das finde ich extrem gut. Zwar leider am Anfang nicht wirklich, aber jetzt, wenn man hier die Templer hat, wenn man die Reaper hat, mit dem Scharmützler, mit eigentlich allem, gibt es einem viel mehr taktische Optionen. Man muss halt nur aufpassen, dass es auch valide taktische Optionen sind. Das ist genau wie mit den Gebäuden. Ich habe weniger Platz und muss deswegen darauf achten, welche Gebäude ich baue, aber... Ich habe trotzdem zu überlegen, okay, brauche ich das Gebäude jetzt eher oder doch eher das? Weil die taktisch und strategisch gesehen nicht mehr gleichwertig sind, also ne, von dem, was es mir bringen kann, und nicht eines komplett runterfällt. Wenn ich sagen würde, also außer das Labor war von Anfang an völliger Quatsch und das braucht kein Mensch. Oder wenn nur extrem temporär, aber das finde ich halt gut, dass die alle irgendwie eine bestimmte Form haben, die nützlich sein kann oder eine bestimmte Auswirkung haben, die nützlich sein kann. Und dass ich mir deswegen überlegen muss, okay, wenn ich das nehme, kann ich das nicht nehmen, ist es mir das wert? Und das ist super bei so einem Strategiespiel. Das ist richtig, richtig gut. Bist gerade aufgestanden vom Nap, Neo. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Schade, dass wir Melly jetzt nicht hier haben, denn ich habe mittlerweile realisiert, wie stark die doch sind, die haben auch extrem wenig Deckung. Die Reaper. Unglaublich stark. Also die können richtig was, wenn man sie ordentlich einsetzt. Oh nein, ich habe wieder... Oh, es ist wieder die Yammertruller als Sound. Kann man die nicht mal rausmodden? Kann ich das beantragen von irgendwem? Kann ich irgendeinen Modder mal sagen, hier, mod mal die Yammertruller raus? Weil ich finde die grauenvoll. Oh, der Sabotierer muss diesmal weit vorne mit dabei sein. Denn, wir benötigen ihn. Denn durch dieses Hacking... Wo sind wir? Wo sollen wir eigentlich hin? Ich habe gar nicht hingeguckt, Leute. Okay, also doch da. Wir müssen einfach nur den Zug entlang. Okay. Interessant ist, dass hier keine Geschütze drauf sind, obwohl das meistens der Fall ist. Du hast gerade einen Mädelsabend mit Lucy, ja genau. Hallo Nadinchen! Schön, dass du reinschaust. Yay! Ja, die Yammertruller. Die... Nein, nicht die Stimmen von den Typen hier, sondern den Soundtrack, der gerade läuft, wo immer die Yammertruller mit dabei ist. Immer dieses... Da kriege ich was an mich, wenn ich das noch oft hören muss. Das war der schlimmste Soundtrack, den ich bisher in diesem Spiel gehört habe.
Der geht mir sowas von auf den Frack. Wenn die einem dauernd da ins Ohr jammert. Die Olle. Ich vertraue ihnen. Ja, ich gut, dass du mir vertraust. Ah, übrigens habe ich jetzt gesehen, dass die echt immer deutsche Namen haben, die Templer. Bei Mr. Ort hieß einer, wie? Stefan Werner oder sowas. Ganz bescheuert. Wo ich mir dachte, oh my freaking God, was habt ihr da nur angerichtet, Phyrexis? Ah, ja, du musst auch weiter vor, das geht so nicht. Hört mal im Hintergrund die Musik. Da jammert einem immer einen vor. Ah, Klaus Werner war es. Ja, Chaoskater, der Klaus Werner, genau. My goodness, einer der schlechtesten Namen, den ich bisher in meinem Leben gehört habe. In so einem Game. Also, nichts gegen Leute, die Klaus Werner heißen, aber... erstmal zwei Vornamen. Very nice. Und dann, Alter, ey. Als Templer kommst du mir da irgendwie... Ich weiß auch nicht, eigentlich müssen die französische Namen haben, weil die Templerbewegung, die Bruderschaft der Templer, war doch eigentlich eine französische Institution... Eine kirchliche Institution noch dazu. Das ist, was mir immer negativ aufgestoßen ist bei den Templern. Das ist so geil. Der Klaus Werner, moi! Der Klaus Werner ist dabei. Ich fand das so geil. Hier habe ich sogar volle Deckung. Du könntest volle Deckung haben, aber ich weiß eh noch nicht, wogegen. Ja, geh mal hier hin. Ist noch niemand da und ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Das gibt mir halt sehr zu denken, weil die werden dann wahrscheinlich direkt bei dem Ding hocken, links und rechts. Und das heißt, wir haben direkt mit mehreren Spaß. Das Schöne ist, dass unser Timer noch nicht läuft. Wir können uns also absolut Zeit lassen und es macht keinen Unterschied. Zumindest nicht in dem Belang. Da. Hört ihr es? Hört ihr es im Hintergrund, dieses... Oh, ey, da krieg ich was an mich. Wer hat die armen Frauen denn bitte geschlagen, dass sie so jammern müssen? Das ist nicht schön. Und los jetzt. Oder denen irgendwie einen Stein auf den Fuß geschmissen oder sowas. Feindlicher Trupp entdeckt. Jetzt war nach der Logik dann aber die Assassine von den Auserwählten. Selbst wenn. Ich sage nicht, dass ich Assassinen besser finde. Ja, hier steht also ein Elite-Offizier. Oh, jetzt sind wir hier bei Elite-Schweinen. Okay, also ihr wisst, was ich mache. Wenn jetzt schon die Elite hier antanzt, ich habe nicht mal Plasma-Waffen. Ey, oh my goodness. Oh my freaking God. Wird gemacht. Ja, du musst relativ weit vorne sitzen. Guck mal, wie viel Willen die verlieren, ey. Das ist scheiß Dark Event. Dämlichen Dark Events. Okay, die Zielvorschau ist nicht gut. Hier wird es aber auch nicht besser, ne? Die muss ja eh relativ weit vorne eigentlich sein. Okay, Sabotierer muss in der Nähe sein, damit er hacken kann. Das ist das Wichtigste. Das heißt, Gary hat Ezio getötet. Ich töte keinen Ezio. Was soll denn das? Ja, fast könnte sie dahin. Ich meine, sie könnte ihn instant wahrscheinlich wegmessern. Okay, sie macht nicht genug Damage. Das ist jetzt eben das Problem. Sie ist jetzt zu schwach. Wir brauchen die Waffen vom Auserwählten. Vom auserwählten Hexer. Damit das hier was wird. Position confirmed. Okay, auf jeden Fall gucken, dass wir schön voll Cover bekommen. Vor allem hat er sich nicht bewegt in der letzten Runde. Okay, du sitzt schon gut. Ich meine, wir müssen ihn gleich ziehen. Wirklich, hier kannst du ihn nicht sehen? Hier kannst du ihn sehen. Wow, hier kannst du ihn... Ach ja, der ist dahinter verborgen. Line of Sight Block. Da wissen wir aber auch, wo er sich hintersetzen wird, wenn wir ihn triggern. Ne, ich hätte meinen Sniper lieber in Full Cover. Half Cover zu beiden Seiten, das ist eigentlich ganz gut. Allerdings machen wir dann wieder eine Granate viable. Oh Gott, ja, moin. Steh einfach mal out in the open. Da sieht sie ihn dummerweise nicht. Ansonsten würde ich es mir echt überlegen, hier hinzugehen. Ja, hier ist ein Tower.
Ja, keine Ahnung. So oder so wird sie hier in Half-Cover rumsitzen, die gute Shiro. Ne, so ist die Variable, habe ich das Gefühl. Ja, dann warten wir. Oder haben wir noch jemanden? Ne, Emily. Ne. Ihr wartet alle. Feuerschutz. Ich halte die Augen. Also Kenway oder Arno? Was? Oder einer von den beiden Zwillingen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Okay, wir werden jetzt eröffnen müssen. Das ist der Einzige, der hier in der Nähe steht. Also hoffen wir mal, dass es auch der Einzige ist. Die Frage ist, wie eröffnen wir und wer eröffnet? Schön Splittergranate. Damit würden wir auch alles Cover zerstören, was er in der Nähe hat. Maybe not bad. Aber er könnte sich ja in den Zug verziehen, so oder so. Und da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf, deswegen hiermit zu eröffnen ist vielleicht nicht die geilste Sache. Macht aber gut Schaden mit ihm. Sie kann ihn nicht mal sehen. Sie ebenfalls nicht. Der Sabotierer kann ihn auch nicht sehen. Kannst du ihn sehen? Du kannst ihn sehen. Ja, das wäre eine schöne Eröffnung. Ich glaube, die machen wir. Ich brauche, glaube ich, keinen... Da er sich direkt dort in Cover setzen wird, brauche ich keinen auf Overwatch, glaube ich. Das regeln wir anders. Ist ja zum Glück nur einer. 7 Schaden. Wunderschön in den Hintern. Einfach so. Bam, bam, bam. Oh, da sind die anderen beiden. Ich dachte, es muss sein. Ich hätte doch eine Granate nehmen sollen. Hätte ich gewusst, dass die da stehen. Dann hätte ich nämlich alle drei getroffen. Oh well. Gegen den kann ich vielleicht direkt vorgehen. Sie kommt leider nur so hin. Ich meine, ich könnte denen das Cover wahrscheinlich wegfetzen. Du stirbst davon noch nicht mal. Wow. Du ebenfalls nicht. Ich könnte auch wieder mit ihm Platz tauschen, aber das halte ich für nicht sinnvoll, wenn er danach nicht stirbt. Eine Granate könnte sinnvoll sein. Das heißt, dummerweise, es könnte ihr das Cover zerfetzen. Aber ich könnte auch beiden das Cover weghauen. Er würde nicht mehr viel Schaden nehmen, der Elite-Offizier, leider. Ich meine, der Cover-Schaden wird ja nicht größer. Aber eventuell könnte ich den Leuten da ein bisschen das Cover wegnehmen. Was habe ich noch für Optionen? Eigentlich gar nicht viele. Ah, sie ist ja noch nicht mal... Okay, sie könnte ich mir noch zum Scouten verwenden. Sie ist ja noch nicht mal getriggert. Das heißt, die kann man noch nicht sehen. Das ist gut. Du hast nur 29% auf ihn. Oh, das ist ja gar nichts. Mit dir habe ich noch das Gefechtprotokoll. Not fun. Du hast leider gar keine Aktion mehr. Hast auch kein Teammate hier oder so. Na gut, ich hatte dich auch nicht wirklich mitgenommen. Ich könnte schon ein Imitationsgerät werfen, aber ich glaube, das ist mir doch noch ein bisschen viel für den Anfang. Ja, klar war das klar, dass das nicht nur einer ist, aber ich weiß ja nicht, wo sie stehen. Das kann ich ja dadurch nicht aussagen, einfach. Er würde nur hier hinlaufen, das ist kein Problem. Der kommt sowieso nirgendwo an. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren, die beiden auszuschalten. Kriege ich das irgendwie... Ja, das will ich haben. Versuchen wir es damit. Dann habe ich mehr Optionen. Schön neuen Granatenwerfer. Sehr gut. Bisschen Schaden gemacht. Der ist jetzt in Kill Range. Das bedeutet nämlich, er würde vielleicht zu ihr hinlaufen, wenn ich ihn jetzt kille. Aber dann habe ich Parieren. Und bin praktisch safe. Jetzt müssen wir nur sehen, dass der tot ist. Ihn müssen wir irgendwie töten. Und da er jetzt kein Cover mehr hat, ist eh nicht mehr viel da. Was wir töten können. Oh, warum kannst du ihn jetzt nicht mehr sehen? Der ist nicht mehr in Cover. Er ist completely out of Cover. Guck mal, jetzt kann sie nur noch hier sehen. Ich verstehe es nicht. Das macht gar keinen Sinn, Leute. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das Sinn macht. Ja, komm, Pistolenschuss ist besser als gar kein Schuss. Es war Glück, dass der überhaupt noch ging mit Pistole.
Boah, schön Crit mit Krallen geschossen. I like it. Ich find's schön, dass du auf die Dings gehst. Klar, du hast alles verpasst. Gary streamt schon seit 5 Stunden. Genau, Dragon Unity. 5 Stunden mindestens. Nein, Quatsch. Du hast nicht viel verpasst. Wir haben die Mission gerade erst angefangen. Ich habe sehr viel gelabert vorher und so. Also mach dir keine Gedanken. Mit ihr könnte ich zur Not noch ballern. Du siehst ihn jetzt aber. Das heißt, du könntest ihn auch einfach töten, wenn wir Glück haben. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, sehr schön. Ruhe ist. Mein Freund, schlafe süß. Mit sauren Gurken. Das klingt auch komisch. Können wir dich nicht hier hinstellen? Doch, könnte ich. Dann hätte ich immerhin noch Deckung zu was auch immer sonst noch kommen möchte. Aber er ist definitiv... Na, er ist nicht definitiv tot. Das ist schlecht. Was mache ich denn da? Wenn er nicht definitiv tot ist. Hab ich noch jemanden? Ich hab nur sie, ne? Aha, ich hab nur was sie. Scheiße. Ah, das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Ah, siehst du, ich hätte die... Ja, ich bin nicht mehr an Gefechtsscanner gewöhnt. Ich hätte die Gefechtsscanner einsetzen sollen. Ja, dann müssen wir halt hoffen, ne? Hoffen wir mal. Dass das nicht dumm ist, was ich jetzt tue. Du wirst den Preis zahlen. Oh, I hate my life. God damn it, I hate my life. Du hast nur 19%. Nutzen wir halt Sturm und Schuss, sobald es geht. Aber hier wird er überall noch Deckung haben, ne? Ja, hat er überall Deckung. Aber hier hat sie wenigstens volle Deckung. Oh, crap. Ja, oder wir machen einfach gar nichts und warten. Das waren auch noch verschwendete Sturm und Schuss. Kacke. Jetzt schießt er auf. Ne, er markiert erst. Oh, das ist schlecht. Einmal kann sie abwehren, aber von ihm wird sie es nicht abwehren können. Oh. Oder sie wehrt es einfach nur von ihm ab, weil er nichts mehr macht. Ach stimmt, er hat sich hier bewegt. Dann darf er nicht markieren und noch was machen. Das war allerdings jetzt gut. Das war sehr gut. Jetzt können wir ihn töten mit ihr. Theoretisch. Oder wir versuchen ihn zu töten. Du kannst das Geschütz treffen. Aber das Geschütz kann ja sonst niemanden treffen. Das ist das eigentlich ein Safe Shot für uns. Denn niemand hat das Geschütz im Visier. Ja. Sabotiere hat auch schon so viele Kills. Ich würde lieber mal unserer Scharfschützin hier ein paar Kills gönnen. Flankieren kann sie ihn nicht, aber wir gehen mal hier hin. Moving. Denn ich möchte gern, dass sie den Kill bekommt. Sehr schön. Hostile neutralized. Wobei, jetzt bei dem Thema steht hier irgendwo, wie lange der Stream schon läuft. Ja, sollte es eigentlich, Nadinchen. 12 Stunden Stream in der... Was? Etoklis? Lass dich nicht verarschen, Dragon Unity. Die verarschen dich nur. 30 Minuten läuft. Ja, ungefähr läuft der Stream. 30 Minuten. Okay, dich könnten wir noch aufheben. Stattdessen könnten wir sie nehmen und entweder killt sie ihn. Oder eben nisch. Und sonst kann unsere Dings ihn töten. Es wäre mir ganz egal, wer den Kill bekommt. Ja, ist okay. Jagdinstinkt, sehr schön. Okay, jetzt ist die Frage. Wenn ich dahin gehe... Natürlich gibt das Aggro. Aber das wäre fast sogar schon recht. Wir warten dennoch. Bitte Feuerschutz. Wir haben noch ein paar Runden Zeit. Wir sind fast davor. Bei Twitch steht es nicht. Ah, okay. Das ist ja komisch und das ist auch traurig irgendwie. Jetzt, was ist los? Okay, muss schon sagen, was ist schon los, Kerle. So, du gehst hier hin, du metzelst das Geschütz nieder, danach ballert jeder andere drauf und alles ist gut. Was ist da drüben? Ja, es ist nur ein schweres Geschütz. Oh, es sind zwei davon, großartig. Schön, dass wir cheaten können und das andere auch schon sehen. Kommt 93%, läuft. Yeah, schön zwei Rüstungen weggeklatscht. Die drei Punkte Schaden sind jetzt auch egal.
natürlich. Sie kann wieder nichts machen. Ich bringe sie mal in Positionen, die total bescheuert sind. Good copy. Moving on target. Kannst du mir noch mit der Pistole draufballern? Ich warte damit aber noch. Vielleicht kriegt sie den Kill ja sogar diesmal. Durch irgendwelche Magie. Okay, er kann gar nichts sehen. Das heißt, er kann es auch nicht hacken. Das ist auch fun. Heading out. Ah, ich wollte die Mod installieren, die die Zeiten hier verringert, ne? Ah. Naja, egal. What? Ich kann mit niemandem mehr sonst feuern da drauf? Come on. Ich will mit ihr nicht feuern. Sie ist noch... Noch in Deckung. Ich hätte nur eine Granate mit ihr. Oh, wirklich? Millimeter? Willst du mich rollen? Ich meine, sie kann auch hinrennen und es fistbumpen. Und ist dann praktisch safe. Ich weiß noch nicht, was ich sonst noch triggern würde. Okay, da kannst du es auf jeden Fall sehen. Da kannst du es nicht sehen. Toll. Das heißt, eine bessere Dings bekomme ich auch nicht. Ja, du musst hier hin. Okay. Ziemlich gut und jetzt töten wir das Ding mit der Pistole. Hard target, minimal damage. I'm running low on ammo. Ich bin mir gar nicht sicher, wem ich hier alles. Boah, das ist voll gut. Yes, sehr gut. Wem ich alles XP gönnen möchte. Stunden, 21 Minuten, ja, definitiv. Die absurde Zahl bei Hitbox, das stimmt. Die war aber auch schlimm, ne? Ich halte die Augen. Wir warten lieber noch eine Runde, wir haben Zeit. 10 Runden schaffen wir das. Ich glaube, das sind 3 wahrscheinlich. Da sage ich jetzt was, ne? Order's confirmed. On the move. So, jetzt können wir mit ihr nämlich noch scouten. Haha. Seht ihr, da ist nämlich noch eine Truppe. Ich sehe jetzt noch nicht mehr, was für eine Truppe. Wir gehen besser mal hier hin. Kann ich einen jetzt noch sehen? Yeah, das ist gut. Das heißt nämlich, wir haben jetzt die Möglichkeit, es von der Ferne aus zu hacken. Das war echt schwer durchsichtig am Anfang, finde ich. Ja, hier triggern wir den ganzen Quatsch. Sie könnte jetzt schon draufballern. Das ist gut. Dann bleibt sie da jetzt mal sitzen. Ich bin ja confident, dass wir das schaffen, ne? Aber nicht so confident. Geht in Ordnung. Wir sollten hier niemanden triggern. Deswegen machen wir das. Ich hoffe, das Spiel lügt nicht. Gotcha und so. Unsere Unterdrücker sind in der Nähe. Ah, crap. Gotcha hat mich belogen. Okay, es sind immer nur 2. Ah, ne, da ist noch einer. Da ist noch ein dritter. Ich habe ihn gesehen. Der muss natürlich auch getriggert worden sein. Ja, dann verziehen wir uns, glaube ich. Weil eigentlich dürfen sie keinen treffen können. Und müssen dann erstmal zu uns kommen. Du brauchst aber einen besseren. Ja, obwohl, du stehst eigentlich ganz gut. Du musst da weg. Du musst definitiv da weg. Ja, geh ruhig ein Stück zurück, würde ich sagen. Obwohl, hier hast du vielleicht einen Höhenbonus? Das könnte sein, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber du kommst eh in keine gute Position mehr. Ja, also hier ist es sicher, dass dich keiner sehen kann. Ich will, dass keiner sie sehen kann. Damit die auf jeden Fall in unsere Richtung kommen müssen. Und wir im Grunde die Advantage haben. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, wo sie sitzen. Kann ich auch keine Granate werfen.
Be wait. Bin dabei. Twitch kann demnächst wieder laggen. Gronkh ist online ungespielt. Geht auch gleich online. Oh, wie schön, Dragon Unity. Da freue ich mich ja, dass Gronkh online ist. Das ist wieder laggt wie Seuche. Das ist gut, immerhin einen. Bitte töte ihn auch direkt, dann explodiert er vielleicht und dann haben wir den Liefer ein bisschen geschwächt. Nein, wir treffen noch nicht mal. Get it together. Ja, Uptime, aber das liegt, glaube ich, am Bot, Carter. Und mein Bot hat das nicht, nicht Mewbot. Ich glaube, das hat nur Nightbot, oder? Ja, eben, ihr habt Editor-Richte. Wie töten wir die jetzt am besten, ist die Frage. Ich würde sagen, eine schöne kleine Granate könnte helfen. Und zwar nur, um sie einzufrieren. Das reicht mir ja schon. Dann brauche ich nämlich noch kein Mimic Beacon. Aber seht ihr, wie stark Frostbomb und Mimic Beacon sein können? Denn jetzt kann ich alles mit ihnen machen, was ich will. Und sie können nichts tun, um das zu verhindern. Das klingt auch irgendwie falsch, ne? Das klingt sehr falsch. Okay, da hast du nur einen Schuss auf ihn? Ja, in der Tat. Ich könnte mir jetzt noch das Ding dazu holen, aber das will ich nicht. Oh, mein Sniper kann auch nichts machen, weißt du was? Dann machst du was Ordentliches. Du machst das da. Make him put. Das Gute ist, dass sie dabei nicht auftauchen können. Eigentlich müssten sie es ja. Was? Echt? Mehr habe ich nicht gemacht? Okay, du hast zumindest keine Deckung mehr. On the move. Oh, ich könnte das Turret jetzt hacken, aber... Mh. Den Schuss halte ich für besser. Deflection. Okay, eventuell könnte sie ihn jetzt töten.